Hallöchen, meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Worms Ultimate Mayhem. Ja, wie ihr vielleicht gerade in dem Buch gelesen habt, der Professor hat wieder irgendeinen Mist verzapft in der Bar. Da hat er Tim Kenwelly mit seinem Goldrevolver gesehen, beziehungsweise der Typ hat da mit seinem Goldrevolver geprahlt. Und der Professor wollte, dass er ihm das Gold gibt, beziehungsweise ja, das, denke ich mal, den Revolver dann gibt. Oh, naja, der wollte das nicht und hat den Professor zum Duell herausgefordert. Und der Professor ist ja plötzlich fest. Das heißt, wir müssen dran. Und jetzt geht's ins Wild-West-Duell. Ich bin mal gespannt, ob wir das überleben werden. Die Spannung steigt. Die Duellanten sind bereit. Wann wird's wohl losgehen? You ain't having my gold, boy. It's all mine, you hear? Pardon? Why, you little... Oh, go on. I'll swap you a stick of bubblegum and a copy of Gunslinger's Monthly. No thanks. But it's got a new Gunslinger's Wives section. I'll play by Heftchen, no? Don't mince with me, boy. Prepare to draw. Oh, lovely. I'll just go get my easel. Right, that's it. I've had enough of you. This is a shootout. The first worm to destroy all their targets wins. Okay. Ich habe jetzt eigentlich eher gedacht, dass wir aufeinander schießen müssen, aber gut. So, dann nehmen wir uns die schöne Schrotze. Das Ziel ist ja ziemlich nah, da dürfte man mit treffen. Und zack, zweites Ziel auch ausgeschaltet. Sehr schön. Das fängt doch eigentlich schon mal ganz gut an. Aber es ist schon übel, wie die zielen können. Vor allem bei denen wackelt komischerweise nichts. Das finde ich immer ein bisschen bescheuert. Ja, das ist halt der Computer, also ich sag mal, wenn ich jetzt ziele, da seht ihr, das wackelt übelst, obwohl ich die Maus ruhig halte. Er wackelt trotzdem die ganze Zeit hin und her. Aber momentan klappt es ganz gut, also ich habe jetzt bisher alle Ziele schon getroffen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Und er musste jetzt das erste Mal Snipergewehr benutzen, hat dadurch jetzt natürlich ein Ziel weniger abgeschossen als wir. Ich kann ja gerne so weitermachen, wenn ich die alle mit der Schrotze wegschießen kann, dann hilft mir das definitiv. Ah, scheiße, verschossen. Ja, wenigstens der zweite Schuss hat getroffen. Das war jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Jo, läuft bei dir. Und den trifft er wahrscheinlich auch. Ja, ist klar. Übel. Also manchmal ist das echt übertrieben, was die für ein Aimbot drin haben, die KI-Spieler, also, boah. Trifft den? Oh, der war knapp. Den haben wir aber geil weggehauen. Da bist du aber platt, ne? Ich habe jetzt gedacht, der schießt auf uns. Guckt der Profil mal immer doof aus der Wäsche. So. Krieg ich den? Ja, komm schon. Ja, sehr schön. Ich krieg da auch noch. Sehr gut. Ach du Scheiße, da hinten ist das nächste Ziel. Oh, weia. Das könnte ein Problem werden. Ich glaube, da muss ich definitiv das Scharfschützengewehr für nehmen, weil da komme ich mit der Schrotze definitiv nicht dran. Bisschen ranzoomen. Hä? Ja. Was das schon? Ouch! Nice shooting, kid. Ja, mit den Fingern. So this is it. My gunslinging days are over. Wait, kid, don't go. I cannot take this secret to the grave. I am your father. Hey, you know it looks like it could rain. Oh, he's dead. Ah, well, never mind. Oh, you killed my pappy. Uh-oh. Brothers, this varmint just killed our pappy. Uh-oh. But
dear old Pappy. Now, guys. Why, my Pappy? Why? Let me just explain. Prepare to meet your maker, critter. So it's a fight, is it? Also jetzt müssen wir uns mit den ganzen Kindern von dem Revolverhelden hier anlegen, den wir eben ja eigentlich nicht getötet haben, ne? Also mit den Fingern? Hä? Was? Okay. Ja gut, ich sag da mal nichts zu. Aua! Der Drecksack hat mir einfach 40 abgezogen. Das kriegst du zurück. So, kriegt erstmal der eins schön in die Fresse. So, und dann stellen wir uns mal hier so rein. Dann sind wir ein bisschen in Sicherheit. Zack. Gehen wir hier vielleicht noch durch. Ja, super. Dann dürften wir nämlich eigentlich von den beiden nicht getroffen werden können. Es sei denn, die haben jetzt eine Bazooka oder eine Handgranate oder sowas. Aber mit der Schrotze dürfte das eigentlich nicht funktionieren. Oh oh. Oder er kommt einfach runter. Oh Gott, sind die doof, ey. Ernsthaft? Seilchen springen? Das war ein sehr dummer Zug, mein Freund. So. Dann packen wir doch direkt mal die Schrotze aus, aber ich stelle mich nicht direkt neben dich, weil sonst nehme ich nachher auch noch Schaden. So, jetzt nur noch du kleiner Krüppel da oben. Und sag tschüss. Und schön dahinstellen. Sehr schön. Und bang. Das dürften sie eigentlich gewesen sein. Haha, da ist doch das Gold. Das schnapp ich mir. Das meins. Mein Gold. Mein Schatz. Aha, das Gold. I'd forgotten about that. Mann, hat der Alzheimer. See, I told you it would rain. Ja, well, ja. Right, I'm good. Oh Gott, ey, ist das geil. Jo, wir waren eigentlich auch gut. Also 4 Minuten, 6 Sekunden. Also waren die 6 Sekunden wahrscheinlich, weil wir nicht nahe genug am Goldnugget waren. So. Oh, das Flussbett scheint so mit einem Goldnugget zu voll zu sein. Das ist natürlich der Treibstoff für unsere Zeitmaschine. Oh, und der, ja, der Damm soll gesprengt werden, aber nicht von uns, sondern von den gegnerischen Würmern. Und ja, wir müssen jetzt entweder verhindern, dass sie den sprengen, oder ja, wir müssen einfach alle Würmer töten. Mal gucken. Usually this is a top day trip destination. Not today it's not. Nicht? Boggy the Kid and his gang have you trapped here. They're despicable. They're devious. They'd steal from their own mothers. So sehen die aus. Blowing up the dam. What the? Suddenly this fight has an extra twist. No dam means more unwanted water. You can do this. Good luck. Na klasse, wenn ich das so richtig sehe, habe ich nur den einen einzigen Wurm. Das heißt, wenn ich absauf, darf ich die ganze Mission neu machen. Ja, super. Das könnte ein Problem werden. So, dann nehme ich mir erstmal den da oben im Baum vor. Gucken, ob ich den vielleicht ins Wasser kriege. Er bleibt natürlich auf dem Ast liegen. Super. Naja, immerhin habe ich einen 50 abgezogen. Aber es ist natürlich doof, dass er jetzt in dieser scheiß Gabel da hängen geblieben ist, in der Astgabel. Ich wollte schon sagen, also ich stand hinter dem Tippi, da hätte es mich nicht treffen können. So, jetzt machen wir den aber ganz eisekalt. Und platsch. Da ist der erste wenigstens schon mal weg. Der steht da aber auch wunderbar. Also den könnte ich vielleicht mit einem gezielten Schuss so runterklatschen. Ja, die Spitzhander sind ein bisschen abgesoffen.
Oh, ja, das Floß, auf dem wir eben standen, das ist mittlerweile schon abgesoffen. Also das Wasser steigt doch ziemlich. Das heißt, ich muss mich mal langsam auf ein höheres Plateau begeben. Nur das Problem ist, hier gibt es keinen richtigen Auf, beziehungsweise keinen vernünftigen Weg nach oben, wie ich das sehe. Und der da hinten, der könnte mich natürlich immer noch ausschalten. Da ist einer und da ist einer da oben. Komm, ich schieß erstmal auf den hier, glaube ich. Oder? Tower, this is Voodoo Nehme ich 3. mir den Come vor? Na komm, ich nehme mir den hier vor. Zack, direkt vor ihn. Vielleicht fällt er dann nämlich runter. Zack. Ja, super. Die paar Zentimeter hättest du doch auch noch weiterfliegen können, Drecksack. Dann hätte man nämlich direkt wenigstens den zweiten Wurm ausgeschaltet, aber nein. Also ich habe keinen Plan, worauf der da gerade gezielt hat, aber gut. Na komm, da hoch. Ey, Alter. Ach, dieser Wurm, ey. Geh wieder unter die Erde, da wo du hingehörst. Du kannst ja noch nix. Du kannst ja gar nix. Ja, ich glaube, ich muss darüber irgendwie. Gott sei Dank habe ich ein paar Plattformen dabei. Ja, komm, stellen wir die da hin. Dann sind wir vielleicht auch ein bisschen geschützt. Ich überlege aber gerade, was machen wir dann da jetzt? Ach, scheiße, da treffe ich, glaube ich, nicht. Nee, da würde ich dann dagegen schießen. Und, das war knapp. Schuss und direkt wieder runter, sonst machen die mir nachher die Plattform nach am Arsch. Beziehungsweise, vielleicht können sie mich dann da runterhauen. Ah, scheiße. Ich dachte eigentlich, der würde komplett runterfallen und würde direkt ins Wasser plumpsen. Mann, das läuft aber auch gerade nicht wirklich gut. So, müssen wir da auf jeden Fall noch eine zweite Plattform machen, mindestens. So. Ja, doch, das dürfte hinhauen. Da haben wir genug Platz, um vorwärts zu kommen, auf jeden Fall. So. Dann versuchen wir den dann nochmal runterzuschießen. Wo zur Hölle ist denn die Bazooka gerade hingeflogen? Weil der Wind zeigt nach links, aber die Bazooka ist irgendwie nach unten geflogen. Also, hell? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Ja, naja, gut. Mit den Granaten sind die allerdings auch gerade nicht so wirklich helle drin. Das Wasser steigt aber immer mehr. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein Stückchen höher gehen. Weil ich will nicht unbedingt hier absaufen. So, was? Was machst du denn da? Dann versuche ich halt hier hoch zu. Jetzt sag nicht, der kommt hier nicht hoch. Dann kriege ich einen Anfall. Da ist doch eigentlich genug. Oh. Alter, schwer, wäre ich fast runtergefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist genug Platz und trotzdem fällt er da. Knallt er dagegen. Ach, da. Ich habe aber auch ein Glück gerade, ey. Ich ziehe ihm zwar genau 50 ab, aber die 2 Zentimeter, die hätte er doch noch fallen können. Und der Trottel springt ins Wasser. Ja, so. Wenigstens einer, der mal macht, was er machen soll, nämlich sterben. Oh Gott, noch nicht mal im Rückwärtssalto komme ich da hoch, oder was? Das ist doch scheiße. Ich will da keine Plattform für verschwenden. Aber das sieht fast so aus, als muss ich hier eine benutzen, weil ich komme hier nicht hoch. Was ist, wenn wir die denn da hinsetzen würden? Das dürfte eigentlich hinhauen. So. Ja, das haut hin. Sehr gut. So, tue ich mir den jetzt zur Brust legen. Fall bloß runter. Bist du runter? Ach, schon wieder. Ich glaube das nicht. Ich glaube das echt nicht. Da hat doch nicht mehr viel gefehlt, Leute. Da breche ich ab. Du Drecksau! Autsch!
das hat wehgetan. Obwohl, naja, 9. Das geht noch. Das Problem ist halt, dass ich nur diesen einen einzigen Wurm habe. Dann kann jeder Schadenstreffer entscheidend sein. Und fällst du runter? Oh, fällt natürlich auch nicht runter. Aber ich bin zumindest ein bisschen geschützter hier zwischen den beiden Bergen. Das dürfte eigentlich eine ganz gute Position sein gerade für mich. Der war knapp. Der war wirklich knapp. Also ein paar Zentimeter weiter und das hätte auch ins Auge gehen können. Ich glaube, ich habe mehr den Berg getroffen als ihn. Fürchte ich. Ja, ich habe den Berg getroffen. Scheiße. Gott, ey. Aber noch eine Bazooka auf den Schießen wäre Blödsinn. Was zur Hölle macht der da? So. Probieren wir es mal auf eine andere Weise. Ah, nein! Schieße ich da daneben? Ich wollte eigentlich zwei Würmer auf einmal jetzt ausschalten. Weil der eine gegenüber, der ist ja auch ziemlich angefixt. Das ist eigentlich der einzige, der noch viel hat, ist der hier mit 56. Komm mal, lauf ins Feuer, macht er natürlich nicht. Der hat natürlich eine super Pose, um da reinzuwerfen. Ohoho. Und ihr seht, rechts und links, da ist Wasser. Ja, wie schalte ich die denn jetzt aus? Dazu den muss ich definitiv mal ein bisschen anhitten. Vielleicht treffe ich ihn ja mit der Bananenbombe. Wenn die nicht zurückpurzelt oder so. Und sie fällt natürlich zurück. Ja, super. Leute. Ich kotze ins Essen. Ich kotze echt ins Essen. Unfassbar. Also langsam wollen sie mich aber alle hier von oben beschießen. Ist nicht schön. Ja, den würde ich... Eigentlich mit einer Sniper oder Schrotze wegschießen. Aber ich habe vorher noch eine Idee. Dann mache ich mir hier so ein... Ja, ist die Frage. Mache ich das jetzt für da unten den Kopfschutz oder... Obwohl, ich glaube, da unten macht der gar nicht so wirklich... Nee, da macht der eigentlich gar keinen Sinn. Ich könnte zwar dann eventuell nicht runterfallen, aber... Komm, ich mache das anders. Ich setze ihn jetzt so über mich drüber. Das heißt, wenn eine Granate kommt, so eine Cluster, die werden hier etwas höher abschießen. Werden sie wahrscheinlich versuchen, die genau über mir explodieren zu lassen. Dann knallen die auf die Plattform. Das heißt, das könnte dann ganz gut als Schutz dienen. Achtung, das Wasser steigt wieder. Ich dachte, das steigt die ganze Zeit. Entweder hat er jetzt gerade echt dagegen geworfen oder ist schon vorher explodiert. Anscheinend hat das aber ganz gut geholfen. So, jetzt könnten wir aber beide ausschalten. Den habe ich schon mal getroffen. Das wird jetzt ein bisschen kniffliger. Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich habe ihn getroffen. Er ist umgekippt. Ja, sauber. Sehr schön. So muss das sein. Oh, das Wasser war auch schon ziemlich hoch. Ja, Gott sei Dank. Puh. Alter Verwalter. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber wir haben es geschafft. Und ja, damit würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein!